like a Hellcat. Oh nein, ich hab meine Riolu noch im Team. Das tut mir leid. Und damit kommt zurück zu Pokémon Hard Gold. Der nächste Sheet ist aktiviert. Ich habe gefreut euch. Ich let's play jetzt gerade zu ca. 20 Uhr. Am 13.03.2021. Und wir haben schon so viel wegen der Pokémon gesammelt. Aber es kommt noch mehr. Wo ist der hier? Das Riolu. Kann's gehen. Bernie, deine Zeit ist noch nicht gekommen. Deine Glanzzeit. Die wird auf jeden Fall in der Pokémon-Liga wird deine Glanzzeit erstrahlen. Mindestens dort, aber wir haben noch sehr viele vor uns. Ich hab geschaut, es sind noch ein paar. Auch ein paar Shiny-Ling-Beere. Ja. Wenn wir schon Suicune haben, kommen Raikou und Entei natürlich noch. Als Shiny. Aber mehr glaube ich nicht. Ich glaube, das sind die einzelnen Shinies. Aber es kommen eben noch ein paar. Bin manchmal auch nicht sicher, wie laut. Oh, ich bin so. Hallo? Ich habe vergessen gerade wieder meine Sheet aus. Press, Select. Ist bei jedem bei mir so. Und dann ist auch da. Hallo, hier. Ein Geschenk. Chirachi. Mr. Engelstein. Wer ist es? Einer der Seelentrios. Okay. Offenbar schicksalhafte Begegnung hinterhältig. Oh, ich habe ein Chirachi. Stahlpsycho. Cool. Level 5, ne? Welcher Tag kann das denn alles? Wunschtraum. Konfusion, Erholung, Draco, Meteor, ja. Ein Wunsch, der KP auffüllt. KP-Dates Anwenders werden mit 50% maximale KP in den nächsten Runden geheilt. So. Ja. Runden aufgefüllt. Konfusion kennen wir. Oh, Konfusion? Vielleicht trainieren. Jetzt. Vielleicht trainiere ich das. Aber das ist eine Verwirrung. Dann nicht. Erholung. Darkmaterial. Na bad. Also. Chirachi? Hast du 50? Erhöht die Chance für Zusatzeffekte. Das. Wunschraum. Ein Wunsch, der KP auffällt. KP des Anwendens. Das ist das schon. Wunschkraft kann sich alles wünschen. Nur leider. Manche wünschen sich natürlich, dass Pokémon existiert, aber wenn es im falschen Ende geredet. Geratet kann auch die gesamte Menschheit dadurch leiden. Und ja, wer sich was wünscht, ist auch ein Preis zu bezahlen. Von daher, Finger weg, ich kann auch alle möglichen Pokémon gleichzeitig euch zahlen. Vielleicht werde ich es tun. Mal. Ich werde einen extra Band machen, wo ich euch alle legendären Pokémon nochmal gegen zeige. Im Kampf. Dann müssen wir weiter nach Mahagonia reisen. Denn wir haben den Rocket gestoppt in der letzten Folge. Und nicht nur das. Ich wollte schon vor einigen Parts machen. Bin aber auch nie dazu gekommen wegen dem Rocket. Denn man kann noch einen klitzekleinen Strang machen, der zwar nicht für die Aussage wichtig ist. Oh. Hallo Surfer. Kein Surfer hier. Hm? Nö. Du? Niemand? Stimmt, ich hab den ja rausgepackt. Lost mal wieder der Typ. Oh Gott.
Nein. Kette, ne? Nö. Hier ist Surfer. Hör mal auf. Der Controller backt ein bisschen rum. Ich weiß nicht, warum du. Surfer? Ja, Surfer. Gesamte Lepre natürlich beigebracht, Surfer. Jirachi auf Level 5. Vielleicht zeige ich euch ganz am Ende des Videos, also des Parts, vielleicht hier noch ein gegnerisches Pokémon. Ich meine, überlegen. Body Slam, Ringtanz. Ich bitte Arkowelle. Ringtanz. Mag ich ja nicht so. Ist nicht meins. Darum wird Surfer beigebracht. Wir können ja auch Attacken verlernen lassen. Ob ich das machen muss, ist jetzt die andere Frage, ne? Surfer! Ihr seht es schon. Super Trank erstmal. Not bad. Zerschneider. Ja, ich finde Jirachi wahrscheinlich ganz cool. Suicune ist zurück. Suicune, du bist so tapfer. Du bist so jung und schön. Du bist so anmutig. Bist immer so schnell wieder weg. Spikey, du bist echt immer genau da, wo Suicune auftaucht. Naja, aber das Verlangen, Suicune zu finden, brennt in meiner Brust. Immer noch viel heißer als in einer Feuerkolonnade und in deiner. Weißt du, meine Großeltern wussten einfach alles über alte Legenden, selbst über Jirachi. Als ich noch klein war, haben sie mir oft Geschichten erzählt, besonders über Jirachi und Suicune. Suicune, ich werde nicht eher ruhen, bis ich herausgefunden habe, wohin dich deine Reise führt. Ariam, habe ich das nicht schon gesagt? Ja, hast du. Okay, was befindet sich denn hier in dem Kesselberg? Als allererstes kann man die Surfer einsetzen, okay. Dann kommen wir jetzt wahrscheinlich runter. Was ist das? Kein Superschutz mal wieder. Ich hoffe, Superschutz noch? Ich glaube, nein, ne? Ich glaube, das ist nicht nein, Bruder. Probier ihn direkt aus. Gebäude. Ich nicht. Protein. Angriffswert darf man von. Ich würde sagen, NP-Stein. Also. Ist das, doch hier, zwei. Zwei Superschutzes helfen uns nicht viel. Ich kann ja auch. Was ist davon? Nee. Machen wir ein anderes Mal. Ich werde ja eh noch alles erkunden müssen, again. Mann, das ist so blöd. Warum ist der Controller manchmal gegen mich? Das muss ich irgendwie neu kalibrieren. Ich weiß nicht, woran es liegen könnte. Ja, das werde ich hoffentlich nach diesem Part checken. Hab eh nichts Besseres zu tun, von daher. Wie sieht denn Jirachi außerhalb aus? Oh, süß, Jirachi. Und jetzt lasst er uns auch endgültig endlich durch. Ich weiß nicht warum. Ja, jetzt erst, aber egal. Ja, wir lassen ihn mal und gehen auf NP. Ja. Komm, Libri hat sich fast nie gezeigt.
Libri, das ist deine große Chance. Endlich Jirachi, als Ende des Parts, wird hoffentlich noch ein weiteres Linie-Pokémon auf uns warten, den wir schon Superschutz kaufen und dann probieren mit dem Controller alles in den Griff zu bekommen. Weil auch bei der N64 bleibt ein bisschen rum. Route 44, Essig nach Ebenholz City. Es ist nicht so, als wäre es so drastisch, aber stört schon so viel 30, eine Minute. Also 30 Sekunden oder eine Minute, man kann ja auch sagen, 30 Beeren. Sonst, ne? Immer genauso. Naja. Ich werde gewinnen. 100%ig. Ach ja. Ach ja. Das werden wir sehen. Psycho-Rini mit einem Xat. Oder von dem Flug? Oder etwa nicht? Eisblitter. Bing. Schieb die Mucke. Ich brauche noch sehr viele Eisattacken. Ich brauche mindestens 2 Eisattacken. Surfer darf ich nicht wegpacken. Ich darf Kaskade nicht wegpacken. Okay, jetzt endgültig Psycho. Das schaffst du. Gegen Kadabra. Level 30, Level 29. Eisblitter. So geht's aus. Reflektor. Verteidigung. Aquabell. Ich greife jetzt speziell an, von daher juckt's mich nicht. Ha! Hört mich auf jeden Fall nicht. Spezielle Attacke. Null. Ah, ein schockierende Niederlage. Vor allem du gewinnst. Los. Topschutz. Endlich. Ah, unser allererster Topschutz. XM. Wasser. Auch ein Elektro-Typ. Ihr wisst. Wenn ihr alle meine Parts geschaut habt, wisst ihr. Dann nehme ich hier Wasser aus ihr auf mein Drago. Finde ich passt. Oh nein, na, besten Dank. Jetzt ist mir das Quapsel durch die Lappen gegangen. Das schreit nach Genugtuung. Das heißt, ich werde dich besiegen. Alfred. Ja, moin. Dein Kollege. Der Alfred mit Bordini. Drachenwut macht 40 KP. Abzug. Habe ich mal gelesen. 40 KP ist untermacht. Dratini ist nicht der Beste zum Kämpfen. Ich hoffe, ich bekomme bald Drachenpuls. Das macht deutlich mehr Schaden. Warum? Bitte. Elian Drachenpuls. Ich weiß, wann das ist. Jetzt wird es eigentlich sein. Danke, Marie. Wechsel mir mal. Ich will nur machen, was Spukball bei der Nacht mir schauen macht. Okay. Ich weiß, bis die anderen sind schlimm. Schlecht. Und ich werde auch bald einen anderen Pokémon LP Psyanus. Guckst du die bitte? Oh, aber welchen Song Silber? Wegen Humor? Wer weiß? Gold King. Okay, again. MP. Ja,
Wir machen grünen Bereich. Dauert ein bisschen. Ist aber nicht so schlimm. Hey, Skala, ein Goldking. Ja, ist ja noch schlimmer. Rückstoß? Schade, nö. Rückstoß keep. Da hätte ich jetzt manche Explosion angesetzt. Da ist ein Geo-Watt. Leer 37. Neuer Tag. Nö, nix. Mir reicht langsam. Ja, mein Dragon kann ich noch weiterentwickeln. Rätsel ich nicht, ne? Aber ich muss zugehen, der Kampf an sich war gar nicht schlecht. Hört zu, beim Angeln ziehst du von Zeit zu Zeit ein Land, die Leute ins Wasser geworfen haben. Dann nimmst du dich hier ab. Du verrätst mir doch deine Telefonnummer. Nein, danke. Oh, verstehe dann nicht, Mann. Du überlegst, komm zu mir, ne? Weißt du, wo ich bin? Ja, ja. Ja, Lepri soll bis mal hier Realtime bekommen. Ich tue alles, um seltene Pokémon in die Finger zu kriegen. Das werden wir sehen. Er mit seinen Rehorn. Eisbam. Ist der Fliegen Stahl? Aber mit Stahl, ich weiß von jetzt, vorher ist es effektiv ist. Stahl kann schmelzen. Das ist es. Auch nur sogar über 1000 Grad. Das ist ein. So 1850 Grad oder so. Ja, glaub mir. Wieder schlucken, ey. Oh. Und der Körper wird. Oh. Wird niedergebrannt, dann mir flüssiges Stahl trinken. Boah, das wird unser Körper nicht überleben. Ja, was denn noch? Man kann auch in den Gas, was wir ausatmen, von der Luft, was wir ausatmen, wenn wir das jetzt, glaube ich, eine Schüssel lassen und dort reinfassen, passiert tatsächlich gar nichts. Dank unserer Hand. Aber wenn wir einen Ring tragen, tatsächlich dann kann man den Finger abnehmen. Sein tolles Pokémon-Team habe ich noch gesehen. Ach, wie kommt auf die Gedanken, das verbreiten? Ich weiß nicht, was wahr ist, aber was ist das? Mein Beutel ist voll! Ja, so geht's nicht, ne? Ein weiterer Überball muss weichen, ne? Von den 999, ich werde noch ein Meisterball wegwerfen, weil wir bekommen noch einen Meisterball. Spieler. Das ist nicht. Juhu, wir haben einen Überball. Ja, die Ball werde ich eigentlich nicht brauchen. Wollen wir jetzt so? Das ist man sieht schon in den alten Auftritten, dass er ein guter Trainer bist. Ich kenne mich gut mit Pokémon aus. Dafür habe ich einen Blick entwickelt. Und ich bin der Experte des Pokémons. Das können wir jetzt noch. Du könntest mit deinem Glitzer angehen. Ja, ich bin da. Ja, schneller. Auch ein Großkunst. Lara zieht auch die Schnelligkeit an. Garantiert nicht. Naja, sehr effektiv auf jeden Fall. Level 32. City 2. Eichstrahl möchtest du erlernen. Da gerne. Die war's aber. Ackerwelle. Ich brauche keine Ahnung, weil wir haben Surfer. Surfer ist schon krasser. Daumen, Eichstrahl, liegen bei mir auf jeden Fall.
Warum? Das werden Sie noch sehen. Ein Magneto. Da bleibt mir nicht alles übrig. Mario schmelzt mit 1845 Grad. Oder wie viel es war. Bei Gavi gibt es ja heute Tage in dieses. Ich weiß, ich blamier jetzt wohl mich dran. Ich glaube, das hieß Breitenkreise, Längenkreise und voll kompliziert. So voll. Die längliche Breite? Die sind so. Ach, ich habe keinen Plan mehr. Verblümmerte. Boom, das war ja der totale Reinfall. Freue mich. Du siehst sehr stark aus, gute Trainer, suchen instinktiv nach starken Gegnern. Was dann machen? Cora mit einem Voltinam. Was will ich mit der Voltinam? Eisstrahl. Test mir deine neue Tacke. Lul. Komm, kill. Kein Kill. Was soll denn das? Bist du auf Friedhof oder was? Schöpfer. Und bitte nicht Paralyse. Nicht Paralyse. Nicht Paralyse. Bitte. Bitte. Gönn. Ist sie ob die, na? Blubella. Blubella. Mehr lag als Bestand. Die Bella ist natürlich eiseffektiv. Er gibt auch Sinn. Pflanzen können im Schnee nicht überleben. Ganz logisch. Ja. Aber warum stirbt diese Blume nicht? Labras will sich verarschen. Mit dem Friedhof kommt dort wo meine wo Zilibi und so alles schon gelandet sind. Spaß. Natürlich Spaß. So. Komm. Zauberblatt. Du musst auch neutral sein. Warum ist der effektiv? Nur weil ich den Wasser-Typ hab? Nur no, Wasser-Typ ist kaputt. Was ist denn das? Hä? Was ist das? Lebri, du kommst auf den Friedhofen. Auf der PC-Box, was soll das? Soll ich mich noch mehr verfühlen oder was? Ich kann kein Deutsch mehr. Tut mir leid. Deutsch verlernt. Was schon? Was? Wie kann man Deutsch lernen? Geh auf die Wörtliche Rede, wie es auch heißt, wie man in den Büchern sieht. Ja, die Wörtliche Rede. Die Zeichen so. Ja, endlich triffst du mal hier. Das wärst aber sowas von, wäre es eskaliert. Das ist sowas von Friedhof. Denn, Labras. Also, das nicht. Nein, so geht das auf gar keinen Fall. Ja, Libri, hör's mal. So geht's nicht, ja? So geht's nicht weiter. Du denkst, ich bin an dich blöd, Robert. Nee. Bin ich überall. Glück, dass ich überhaupt noch medizinisch versorge. Ich kann mich ganz schnell im Friedhof finden und hol mir da reinziehen. Stärker. Momentan jedenfalls. Naja. MP ist zur Stelle. Ich habe so lange, bis ich nicht mehr kann. Und ich kämpfe diesen Moment. So handhabe ich das mit meinen Pokémon. Und so bist du eine reingeschlagen. Ich bin von der FBI. Remo-Reif. Ich
Typen hatte? Die Wassereis? Das sieht echt aus. Okay, ich will. Aber Wasser muss auf jeden Fall haben. Das sehe ich auf jeden Fall. Mit Eiern. Halbliches Begangen. Und Demoroid. Noch rein. Dann kann man hier noch. Ja, Erfahrung ja. Aber der macht bitte auf Level 34 oder so. Und nicht Level 28. Was soll denn das? Irgendwas ist schief gelaufen. Ja, das ist nur Remoreis und hier sind Wasser-Pokémon. Das gibt's doch nicht. Oh, warte, gibt's hier unten noch rein? Genau, gleich mal mit dem Fahrrad fahren. Und das haben wir erfahren, ich fahre doch sehr selten. Muss ich einfach nehmen. Oh, ja, haben wir noch rein. Der letzte. Da würde ich sagen, gehen wir natürlich auf Lepri. MVP Lepri. Was haben wir hier von Pokémon gehört? Natürlich, ich weiß alles, Ben. Und warum bist du ein... Gut, gut. Obwohl, gut, hatte ich nicht mal den Gedanken. Vielleicht nehme ich ja ein Noctur. Ein Steam, denn ich habe mir, glaube ich, noch nie... wirklich noch nie ein Flug-Pokémon in Steam geholt. Also, kein normales Flug-Pokémon. Habe ich mir immer ein Steam genommen. Nur so ein VM-Sklave. In Klammern liegen das Pokémon. Ja, nicht du. Wir haben nicht den. Reicht doch. Der kommt mit Toll zurück. Aber er probiert ein bisschen Schaden rein. Der Mann. Rollstuhl macht wenig Schaden. Drüben ist ein Pokémon besser. So wird's nicht. So wird's nichts. Aber der. Gut, du machst echt keine halben Sachen. Darum bin doch der Vogelkiller. Du bist ganz stark. Aber ich will dich nicht einfach so verdrücken. Ich weiß, gibt es mir einen Namen. Wir werden uns wiedersehen. Nein, wir uns nicht. Oh Mann, du bist voll schlecht, Mann. Falls du es überlegst, ruf mich jetzt nicht an, ey. Ja, kann ich nicht. Das stimmt, ey, dann komm zu mir. Dann zeige ich euch bei Rosalind, jeder zweitligere Pokémon. Eigentlich ist ganz schön gleich. Kürzlerner Schnitt. Jirachi ist auf der PC-Box jetzt. Und wir gönnen uns das nächste legendäre Pokémon. Hallo Spike, ich habe ein Geschenk genommen. Ein Evoli. Ja, ein Evoli. Ich hatte zwar schon mal eins, aber das ist Level 50. Vielleicht trainiere ich das noch. Zwei nach Taram. Dann haben wir ein ganz starkes Evoli. Stärker als meins. Er hat ein Fokus gehört. Ich gönne mir natürlich direkt das Item. Ja. Wir haben leider schon einen Evoli. Aber das ist ein Shiny Evoli. Ich werde euch offscreen ist bis drin und zwar. Und ja, leicht jetzt schon so ein Shiny nach Tara entwickeln. Für euch geil, oder? Boah, ich habe ein Shiny Evoli. Guck mal an, der ist Shiny. Oh Mann, so lieb. Und was schickt hat er auf die Begegnung? Hat eine gute Ausdauer. Ice Drive, Trumpfkarte, Dreschflügel und Rückzugkeep sind die Attacken von dieses Evoli hier. Okay, das war's mit Pokémon Gold. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, eure Specky.